Der königliche Garten. Herzlich willkommen bei Prinz Yoga Geschichten. Ich nenne es heute einfach mal so. Dem Podcast, der dich auf eine faszinierende Reise in die Welt des Yoga und den spirituellen Weisheiten mitnimmt. Ich bin Trin, deine Gastgeberin. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Kannst du dir vorstellen, welche Lehren man aus dem Zustand eines Gartens lernen kann? Nein? Dann lass mich dich zu kreativen und philosophischen Gedanken mit der heutigen Kurzgeschichte inspirieren. Der königliche Garten. Es war einmal. In einem fernen Land. Ja, ich fange so an wie bei allen Märchen, oder? Aber ist schon ein bisschen nice. Ein mächtiger König, dessen Herrschaft über ein prächtiges Königreich reichte. Eines sonnigen Tages entschied er sich, einen Spaziergang in seinem königlichen Garten zu unternehmen, der für seine bezaubernde Schönheit bekannt war. Doch als der König den Garten betrat, wurde ihm mit Trauer bewusst, dass seine geliebte Oase der Natur in einem bedauerlichen Zustand war. Die Bäume, Sträucher und Blumen, die einst voller Blüte erstrahlt hatten, waren nun welkend und am Sterben. Der König näherte sich einer majestätischen Eiche, deren Blätter trocken und braun waren. Verwundert fragte er die Eiche, was geschehen sei. Mit einem leisen Seufzen antwortete die Eiche, dass sie sterben würde, weil sie niemals so hoch wachsen könne wie die mächtige Tanne, die neben ihr stand. Der König verließ die Eiche und begab sich zu der imposanten Tanne, die jedoch ihre Zweige hängen ließ und traurig wirkte. Er fragte die Tanne, was sie bedrückte, und der König erfuhr, dass sie sich ihrer Sterblichkeit bewusst war, da sie niemals süße Trauben wie der Weinstock tragen könne. Nun wandte sich der König dem Weinstock zu, der in einem bedauernswerten Zustand war. Seine Reben waren kraftlos und er schien dahin zu siechen. Der Weinstock erklärte dem König, dass er sein Leben verlieren würde, da er nie in der Lage sein könne, so prächtig zu blühen wie die Rose. Der König fühlte sich zunehmend betrübter, als er sah, wie jede seiner Pflanzen im Garten ihm ihre Ängsten und Sorgen mitteilte. Doch dann erblickte er in einer abgelegenen Ecke seines Gartens das wilde Stiefmütterchen. Und schau an! Das Stiefmütterchen blühte fröhlich und strahlend, voller Leben und Schönheit dahin. Der König, etwas verwundert, näherte sich dem wilden Stiefmütterchen und fragte es, warum es als einzige Pflanze in seinem Garten nicht am Sterben war. Das Stiefmütterchen lächelte und antwortete: Für mich war immer klar, dass du ein Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich genau hier eingepflanzt hast. Denn wenn du eine Eiche oder einen Weinstock oder eine Rose gewünscht hättest, hättest du auch diese gepflanzt. Deshalb habe ich mich bemüht, deinem Wunsch zu entsprechen. Ich kann nur sein, was ich bin. Und so habe ich mein Bestes gegeben, um als Stiefmütterchen zu blühen und zu gedeihen. Der König war tief berührt
von den Worten des Stiefmütterchens und verstand die Weisheit in ihnen. Er erkannte, dass er in seinem Streben nach Pracht und Größe die Schönheit der Einzigartigkeit übersehen hatte. Jede Pflanze in seinem Garten hatte ihre eigene Bestimmung und Schönheit. Und es war falsch, sie nach den Maßstäben anderer zu beurteilen und zu messen. Von diesem Tag an pflegte der König in seinem Garten mit noch größerer Liebe, Hingabe und Sorgfalt all seine Pflanzen. Er schätzte jede einzelne Pflanze für das, was sie war, und erkannte, dass die Vielfalt der Natur das wahre Geschenk war. Der königliche Garten erstrahlte bald wieder in seiner vollen Pracht und Blüte, und die Pflanzen gediehen, weil sie die Freiheit hatten, so zu sein, wie sie von Natur aus bestimmt waren. Der König hatte eine wichtige Lektion gelernt, nicht nur über die Natur und seinen Garten, sondern auch über das Leben selbst. Er verstand nun, dass die Akzeptanz der Einzigartigkeit eines jeden Wesens der Schlüssel zur Schönheit und Harmonie in dieser Welt war. Und so lebte der König glücklich bis ans Ende seiner Tage, immer umgeben von der Vielfalt und Schönheit seines eigenen Gartens und der Herr Weisheit, des wilden Stiefmütterchens, welche er in seinem Herzen trug. Ich hoffe, dass diese kleine philosophische Geschichte um des königlichen Gartens dir gefallen hat, dich vielleicht sogar inspiriert. Und die Moral der Geschichte, der Selbstliebe und die Sinnlosigkeit des Sich-Vergleichens in jedem von uns tiefer und tiefer fruchtet und sich verbreitet, dass auch jeder seine Einzigartigkeit ausleben kann. Ich hoffe, dass du mir dein Feedback dazu vielleicht in einem Kommentar schreibst, deine Meinung, was du daraus für dich gezogen hast. Und ich freue mich natürlich, ich würde lügen, wenn nicht, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, ein Mag ich, und mal auf den Button drückst, kostet dich nichts. Und ich würde mich freuen, wenn du mir für weitere Yoga- und Storytelling-Legendenthemen folgst. Bis bald, Shanti Om.